Willkommen, hier ist Steve, aka Zickzack PvP und wir spielen eine Runde Survival Games, das ist die dritte auf unserem Kanal. Und ich glaube mittlerweile habe ich wieder das Schwert nicht gekriegt. Egal, Leute. Auf jeden Fall, warum spielt der Penner jetzt hier SG, NED, GG, geh doch nach Hause. Ihr wisst, was ich meine. NED, GGGG, Hashtag davor natürlich. Ja, ich muss 4 Videos jetzt vorproduzieren, also ein Video halt auch für morgen, sprich für Samstag, nee, Sonntag. Und die restlichen 3 ergeben sich daraus, dass ich nächste Woche nicht da bin, sondern auf Kursfahrt Deutsch, LK. Und deswegen mache ich das jetzt hier. Und es gibt ein paar Sachen, die ich in diesen ganzen Videos erzählen werde. Deswegen muss ich mir das gut einteilen, was ich jetzt in welchem Video erzähle. Ich denke mal, ich werde es mir so aufteilen. Ich nehme jetzt eine Runde Survival Games auf für morgen. Dann mache ich gleich HG. Syndicate Games. Und dann vielleicht nochmal HG. Wenn es dann alles so gut läuft, wie ich es mir gerade ausmale. Ja. Ding ist, ich habe jetzt, ihr kennt ja die Thumbnails, die wir haben. Da ändert, also das hab ich, die habe ich alles so schön gemacht und so weiter. Nur mir gefallen die langsam nicht mehr. Also diese Bilder im Hintergrund zu wechseln, ich finde, auf dem Kanal müssen die so aussehen. So einheitlich, so immer alle gleich. Also nicht alle gleich unbedingt, aber irgendwie, ich würde einfach, also für jeden Spielmodus verschiedene machen und den halt, wenn immer nur diese Zahl ändern und nicht mehr dieses Bild im Hintergrund groß ändern. Ich möchte mal ganz kurz eure Meinung dazu wissen. Also ist euch das wichtig, dass die immer so krass verschieden aussehen oder findet ihr das auch besser, wenn es halt alles ein bisschen ordentlicher, halt ordentlicher so Verschiedenheit ist? Oder ist es euch eigentlich relativ egal, solange man erkennt, was für ein Video das jetzt ist? Und das wird ja auf jeden Fall bei den Neuen dann auch dabei sein. Ich könnte euch ja theoretisch mal das Layout für ein, also für die allgemein, habe ich jetzt schon fertig erstellt. Ich muss noch mit den Bildern im Hintergrund gucken. Wie das am Ende dann wird. Oder wie es bleibt. Und ja, das ist die eine Sache. Und dann bedanke ich mich bei euch für die vielen Kommentare über Themen, die ich reden kann. Ihr dürft es immer noch weiter erzählen und so weiter. Weiter schreiben, weitere Vorschläge machen. Ja. Die Sache, die ich euch jetzt erzählen wollte, zu welchem Thema ich jetzt eingehen möchte, weiß ich im Moment selber noch nicht. Ich habe jetzt gerade die... Warte mal, ich muss durch den Kopf gehen lassen, was da alles stand. Ich will auf jeden Fall noch was zu diesem Rauchending erzählen. Dann auch noch zu Schule. Dann auf jeden Fall... Ja, das sind eigentlich die beiden wichtigen Themen, die ich erzählen wollte. Moment, ich muss mich jetzt ganz kurz konzentrieren. Geht gleich weiter. Ja, ich kann ja mal eine Sache zur Schule erzählen. Ich glaube... Dazu habe ich ja schon mal letztens ein bisschen was erzählt. Von wegen, dass ich jetzt mein Abitur gerade mache, 11. Klasse, kennt ihr ja. Sekt 2 fängt jetzt an und... bisschen mehr Stress, ich muss alles ein bisschen kontrollierter machen, vielleicht am Wochenende mehr voraufnehmen. So ist im Moment der Plan bei mir. Und ansonsten, das funktioniert im Moment noch. Ich habe jetzt noch keine großen Klausuren und so weiter geschrieben, das kommt zum Glück alles noch. Aber bis jetzt läuft es noch relativ gut. Ich habe bis jetzt noch keine Probleme jetzt irgendwie gehabt. Und bin komplett zufrieden, wie es alles abläuft, weil YouTube macht mir auch einfach Spaß. Das ist einfach zu einem Hobby geworden, ne? Und mir machen halt so eine Sachen Spaß, wie auch Thumbnails design. Also ich entwickle halt immer mehr Spaß, sage ich mal, auch so ein bisschen, nicht nur Texture Packs zu designen, sondern auch so Thumbnails, Banner und so weiter. Habe ich mich auch mal ein bisschen versucht. Und ja, das macht mir alles sehr viel Spaß und das sind so die Sachen, die ich halt gerne mache. Und mit Schule komme ich auf jeden Fall komplett damit zurecht und da stand auch noch irgendwas mit meinen Eltern oder so, was die dazu sagen, dass ich jetzt sowas mache. Also, um ehrlich zu sein, meine Eltern finden die Sache an sich, finden das cool. Also, ist jetzt für sie, meine Eltern sind allgemein ziemlich tolerant mit verschiedenen, vielen Sachen. Also, ja, ich weiß nicht. Von daher, das ist überhaupt kein Problem für die und,
keine Ahnung, solange du kriegst auch halt was selber auf die Beine, weißt du? Also, wenn du halt irgendwie so anfängst, irgendwie auch ein bisschen Geld damit zu kriegen und so weiter, dann ist die Sache ja auch irgendwie innovativ, ja? Und das ist aber natürlich cool. Ja, also, von daher ist da eigentlich alles richtig cool. Und mit Schule und so weiter, dann, wenn ich später halt in der Klausurwoche bin oder so weiter, dann muss ich halt am Wochenende mir echt einen Tag dann länger nehmen, um mehr vorzuproduzieren, aber ansonsten funktioniert das Ganze. So, jetzt kommt gleich das Deathmatch. Ich weiß echt nicht, ich komme jetzt echt komisch vor, wenn ich jetzt nach dem Deathmatch das Video beenden müsste. Aber ich glaube, das werde ich auch tun, damit ich echt dann genug Aufnahmen habe, weil heute ist echt schon Samstag und das wird vielleicht noch ein bisschen eng. Also wichtig ist mir, dass ihr mir eure Meinung zu den Thumbnails in die Kommentare schreibt und ihr könnt mir immer weiter wieder Themenvorschläge in die Kommentare schreiben. Finde ich dann immer wieder korrekt. So, danke nochmal an GLP-Fan für diesen coolen Tipp, dass hier die Dinger sind. Und der holt sich das Dia-Schwert. Kleiner Gönner. Okay, er burnt ein bisschen. Okay. Okay, nice. GG. Hat alles ganz gut funktioniert hier im Deathmatch, wieder ein bisschen ruhig gewesen. Aber so ist das manchmal, wenn man sich ein bisschen konzentrieren muss. Ich nehme dann jetzt gleich das nächste Video auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Aber ich überlege gerade echt noch eine Runde Survival Games, also noch eine hinten anzuschmeißen. Komm, mal, wollen wir mal. Komm, wir machen mal noch eine Quick Survival Games. Dann ist das Video vielleicht nicht so inkompetent. Aber ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich echt lieber jeden zweiten Tag ein Video bringe, als wenn ich jetzt nur ein Video über die ganze Woche dann bringe, was dann halt wenigstens von der Qualität und von Gameplay-Zeugs auch ein bisschen besser ist. Aber ich muss euch sagen, Quick Survival Games ist echt eklig. Also es kann echt eklig werden und da kann man sich echt ein bisschen öfters aufregen. Also meiner Meinung nach trifft hier der Name Rage Mode auch viel besser zu. Aber mich hat da ja keiner gefragt. Gegönnt. Das war echt ein bisschen knapp. So, jetzt muss ich mich erstmal ganz kurz beruhigen. Für Iron am Start. Okay. Jetzt erstmal ganz kurz chillen. Unser Leben. Wir haben keine Pfeile, ne? Okay. Er macht sowas erstmal. Okay, kommt er jetzt zu mir? Wenn nicht, habe ich einen TNT. LOL. Also. Lol, stimmt, ich bin ja genickt, er hat mich ja gar nicht erkannt, der Pisser. Nein, und er ist an Fallschaden gestorben. Ja, schöne Grüße an Lauch. Oh Mann. So ein Pisser. Oder war das Fallschaden? Ich weiß nicht. Okay, was macht er da? Er rastet ein bisschen aus. Ich kann auch einfach stehen bleiben. Hä, was haben die denn? Das war jetzt bestimmt nicht von ihm so geplant. Dass er jetzt an Fallstamm rackt.
Aber einfach, wie groß muss denn die Wahrscheinlichkeit sein, dass ich einfach Lauch hier treffe? Okay, er leckt gar nicht, oder? Okay, ich glaube, er will noch Regen bis zum Deathmatch. Aber guck mal, er leckt ganz schön hart, ne? Okay, wir müssen uns erstmal auf voll Rang. Ich hoffe, das ist jetzt kein Team. Ja, geht erstmal auf euch, bitte. Was für fair? Wieso fair? Was? Hä? Ich verstehe es immer nicht. Ja, spiel auch fair. Oder teamt ihr? Ich hoffe nicht. Okay, er gönnt sich Goldapfel, ja. Okay. Okay, nice. Ja, okay, GG. Und dann reicht es, glaube ich, jetzt für das Video. Okay, habe ich auch echt. War jetzt krass, ne? So ein zweites Gameplay einfach mal so schnell dahinter hin. Der gekackt, Mann. Gemacht. Warum kam ich jetzt auf gekat? Ach, keine Ahnung. Ohne zu cutten, deswegen auf cutten und cutten. Aber ihr merkt schon, ich bin schon mit dem Gedanken weiter, als ich eigentlich sein sollte. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.